Die Gruselvilla wäre abgeschlossen. Im letzten Part haben wir den Boss besiegt. Eine ekelhafte, riesige Spinne. Und können jetzt zu der nächsten Welt, beziehungsweise zum nächsten Gebäude gehen. Und zwar die Efeu-Türme. Zwei beeindruckende Türme mit einem kolossalen Baumriesen dazwischen. Von zahllosen Pflanzen völlig überwuchert. Oh mein Gott, was ist denn das bitte? Und wir dürfen sogar in die erste Mission, Klempnerwerk. Die Geister haben anscheinend alle Maschinen der Türme lahmgelegt. Bring den Wassergenerator wieder zum Laufen, sonst ist's Essig mit Finstermondstücksuche. Mit der... Was? Was soll ich machen? Unser Abenteuer führt uns an einen aufregenden neuen Ort. Freust du dich schon, Luigi? Nein, er freut sich nicht, er freut sich nicht. Er schüttelt schon gleich mit dem Kopf. Haha, sehr schön. Es ist immer wieder erhebend, so viel Tatendrang zu sehen. Keine Angst, du wirst noch genug zu tun haben. Der Spukplage muss ein Ende gesetzt werden. Und dafür gibt es nur einen Weg. Wir müssen den Finstermond wieder ganz zusammenfügen. Mein Paraskop hat das nächste Stück irgendwo in jeden beiden Efeu-Türmen geortet. Sie sind schon lange verlassen und bersten nur so vor exotischen Pflanzen und Geistern. Leider sind sie auch recht verfallen. Nicht mal das Wasser kann mehr ungehindert fließen. Wenn wir doch nur einen Klempner zur Hand hätten. Ich bin doch Klempner, du Trottel. So ein Trottel. Die Efeu-Türme verfügen über ein komplexes Leitungssystem, das alle Maschinen antreibt. Daher musst du als erstes dafür sorgen, dass der alte Wassergenerator wieder läuft. Okay, so sieht er also aus. Alles klar, habe ich mir eingeprägt. Das heißt, wir werden die Sache locker in den Griff bekommen, Freunde. Locker. Ah, und so ist die neue Karte also. Das ist die neue Karte. Geil. Aber das hat viele Stockwerke. Schaut euch das mal an. Also es geht von E4 bis U1. Also sehr viele Stockwerke. Ach ja, und halte auch Ausschau nach neuen Geisterarten. Versteht sich von selbst, oder? Viel Glück, mein Lieber. Ach du Scheiße, was habe ich mir denn da bloß eingehandelt? Also jetzt wird's richtig widerlich. Die Efeu-Türme, ein neuer, unbekannter Ort, wo man sich noch überhaupt nicht auskennt. Also in der Gruselvilla war ich jetzt da doch schon lieber, weil ich ungefähr wusste, wo was ist. Aber hier wird die Sache doch schon ein bisschen ekelhafter. Okay. So sieht das Ganze aus. In der Mitte ist tatsächlich ein Riesenbaum. Und der Baum, der erscheint mir so ein bisschen fragwürdig. Also ich denke, der wird ganz zum Schluss mal den Boss beherbergen. Glaube ich jetzt zumindest. Aber okay, wir haben zumindest alles an Equipment, was wir brauchen. Und Luigi fürchtet sich natürlich immens, weil er sich hier überhaupt nicht mehr auskennt. So, Luigi, dann geht's los. Okay, starten wir. Wir befinden uns am Außenwall. Und wir können natürlich jetzt alles machen, was wir in der Gruselvilla am Anfang noch nicht konnten. Also wir können mit unserer Düsterlampe spielen, wir können diese ganzen Pflanzen hier erwecken. Wieso ist die eigentlich schon erweckt? Was macht das für ein... Ah, da ist der Schlüssel. Ach, hier ist der Schlüssel. Okay, okay. Das sind ja gewiefte Hunde, ja. Man sollte sich immer erst draußen ein bisschen umschauen. So, wieso gibt's hier so viel Dreck? So, was gibt's da drin? Wollen wir mal reinschauen? Ah, ein paar Goldbarren. Ja, perfekt, perfekt. Und da können wir sogar reinschauen in... hinter den Mauern. Oh mein Gott. Da ist der Wassergenerator. Und natürlich ein fetter Geist, der uns das Leben zur Hölle macht. Okay. Aber da hinten raschelt irgendwas. Okay, aber der aktiviert ihn doch schon von selber. Nee, er geht nicht. Er geht nicht. Okay, also irgendwie werden wir da reinkommen müssen. Aber wie? Wie ist die Frage? So, gibt es hier eigentlich noch irgendwas, was wir erkunden können oder ansaugen können oder sonst irgendwas? Nein, es sieht nicht danach aus. Das heißt, wir werden einfach mal die glorreichen Tore aufschließen. Oh je, ich bin ein bisschen nervös, muss ich ehrlicherweise zugeben. Weil, es sieht ein bisschen tricky aus. Es sieht ein wenig tricky aus, aber okay, wir befinden uns erst im Hof. Das ist auch schon mal eine sehr schöne Sache. Allerdings müssen wir jetzt hier rechts rein. Rechts sollten wir reingehen, aber wir wissen nicht mal, wie wir da reinkommen. Okay, also mit denen können wir gar... Doch, die können wir ziehen. Okay, ich habe schon befürchtet, die gehen gar nicht da weg, aber es klappt. Es klappt, gut. Dann wollen wir mal schauen, ob wir die Tür irgendwie aufkriegen. Wird das gehen? Ja, das geht. Das geht, so. Was? Ich wollte ihn doch gerade... Ist das dein Ernst? Okay, ich gehe wieder raus. Ich gehe wieder raus. Eigentlich wollte ich den jetzt gleich einsaugen, wenn das geht. Aber ich blicke mich erst nochmal im Hof um. So. Was ist mit dir, Pflanze? Warum sieht die so komisch aus? Ich habe jetzt hier eine Kugel... auf. Aber was mache ich mit dem? Irgendwas kann ich doch bestimmt mit dem machen, oder? Aber was?
So, bam! Okay, das klappt auch nicht. Hä? Für was soll das bitte gut sein? Okay, das hindert mich, glaube ich, nur an... Aha, 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 habt ihr das gesehen? Das hier ist los. Ja, oh komm, jetzt verzieh dich doch endlich, du blöde Kugel. Jetzt ah. Jetzt aber. So, weg mit dir. Aber ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht nochmal so eine Kugel hier abreiß. Weil ansonsten habe ich wieder das gleiche Problem wie eben. Dass ich sie eben nicht mehr loswerde. So, die zwei... Doch. Die paar Münzen nehmen wir auch noch mit. Das nehmen wir noch mit. Und die Pflanze reißen wir auch mal raus. Und die auch noch. Okay, da drin gibt's gar nichts. So, gibt's da oben irgendwas? Das kann man auch ziehen. Okay. Hä? Was? Ein Frosch? So, bam. Gut, aber mit dem können wir nichts anstellen. Aber da kommt so widerlicher Schleim raus. Das ist ja voll ekelhaft. So, Louis, geh doch jetzt mal da rein. Ich will jetzt wissen, was da ist. Okay, da ist gar nichts. Da ist gar nichts. Die Tür ist zu. Ja, großartig. Okay, das kann ja schon gar nicht funktionieren. Dann müsste das hier eigentlich zum Drehen sein, oder? Ich drehe das jetzt einfach mal. Um zu schauen, ob die Türe sich öffnet, wenn ich das drehe. Also, wenn ich schnell genug drehe. Und... Ja, tatsächlich. Die Türe, die öffnet sich. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Aber da komme ich nicht hoch. WTF? Ja, das heißt, okay, das heißt, ich muss tatsächlich da drüben rein. Außer ich habe hier irgendwas übersehen. Und ich entschuldige mich schon mal an der Stelle, falls ich jetzt wirklich lang brauche, aber ich möchte einfach hier sofort zu Beginn alles erkunden, damit mir ja nichts durch die Lappen geht. Es ist ja nicht so üblich, dass ich alles finde. Also in der Gruselvilla haben wir schon was vergessen und da ist übrigens der Knochen. Was immer der Knochen auch bringt. Also bisher habe ich jetzt noch keine Verwendung für den gefunden. Aber vielleicht kommt das Ganze ja noch auf. So, nochmal ein Schlüssel, okay. Okay, immerhin etwas. Vielleicht liegt hier irgendwo eine verschlossene Tür. Vielleicht. So, das saugen wir mal ein. Da oben ist nichts. Aber hier, ja genau, ich wollte gerade sagen, hier könnte doch irgendwas sein. Oh Gott, wie viele Wirrlichter. Was? Ist es euer Ernst? Ach, da ist Buru. Das fällt alles auf dich zurück. Leg dich nicht mit dem Boomerang an. Na dann, wollen wir doch mal gucken, wo du bist, Boomerang. So, bam und bam. Ich hoffe natürlich, er wird gleich sterben. Aber es sieht zumindest gut aus. Es sieht gut. Wo ist er? Wo ist er? Hä? Wo zum Teufel ist er? Hä? Ach, hier. Ach, er hat es überlebt? Ja, jetzt komm schon. Ach, jetzt habe ich mich verbrannt. Verdammt. Also man kann die Düsterlampe auch gar nicht ganz lange einsetzen. Weil irgendwann wird sie ausgehen. Oder halt, man verbrennt sich an ihr. So, jetzt aber. Jetzt aber. So, drei Stück hat er. Oh mein Gott. Also die drei hättest du uns auch noch schenken können. Du verdammter Geist. So, da ist er. Da ist er. So, Louis, jetzt aber schnell. Zack. Und gleich eingesaugt. Sogar in der ersten Mission gleich den Buhu eingesammelt. Mega gut. Okay. Das könnte ich normalerweise mit Licht betätigen, oder? Nee. Nee? Wieso geht... Ach so, dafür muss der Generator erst in Kraft getreten. Ach so, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. So. Okay, Professor ruft an. Das heißt, es ist irgendwas ganz Wichtiges, Leute. Hello. Ja, ganz wie befürchtet. Der Wassergenerator selbst scheint in Ordnung, aber die Leitungen sind verstopft. Sieh dich doch mal bei der Pumpstation auf dem Dach um. Was, auf dem Dach? Ich muss jetzt da ernsthaft alles nach oben? Repariere die Pumpstation, okay. Aber dazu bräuchte ich mal bitte wieder die Karte. Okay, auf der Karte ist es nicht... Was ist denn jetzt schon wieder, mein Gott? Ich hab doch gerade mit dir gesprochen, mein Freund. Mein Freund. Holla, hast du verstanden? Alle Maschinen in den Efeutürmen sind wasserbetrieben. Geh hinauf aufs Dach und sorge dafür, dass die Wasserpumpe läuft. Ja, super, Kerl. Und, wie komme ich denn bitte aufs Dach? Wenn ich da nicht durchkomme, dann muss es von hier einen Weg geben. Aber ich hab doch einen Schlüssel jetzt, oder? Ich habe ja jetzt eigentlich einen Schlüssel, das heißt, ich komme ja hier rein. Ja, ich komme da rein. Geil! Geil! Gut! Öffne die magische Tür des Verderbens. Was erwartet uns hinter Tor 1? Ich könnte es euch sagen. Ein Zong. So, da ist auch auf jeden Fall noch was. So, aber den Buhu hätten wir ja schon gefunden. Das heißt, wir finden jetzt eigentlich nur noch irgendwas Sinnloses. Da unten sind schon wieder Frösche. Okay. Oh Gott. Oh Gott. So, bam!
Okay. Wir müssen dafür sorgen, dass der Wasserpegel hier steigt. Weil wir kommen ansonsten nicht da weiter. Das heißt, Louis, du kannst wieder hochgehen. Boah, wieso ist diese behinderte Maschine ausgefallen, hey? Dass man immer auf so große Probleme vorbereitet wird. WTF. So, komm her, Herz. Hä? Was konnte ich jetzt da ansaugen? Wo ist der Geist? Wo ist der Geist? Was? Da. So, und bam! Was? Also eigentlich habe ich ihn ja erwischt, aber okay. Okay. Oh Gott. Wo führt der mich denn hin? Ist der bescheuert? Ach, da ist er. Jetzt er. Jetzt haben wir ihn. Mit einer Schaufel. Okay, er schützt sich mit der Schaufel. Das heißt, aber jetzt werden wir ihn... Was? Das ist doch nicht dein Ernst, ey. So, jetzt er. Ja, komm. Kann ich das von ihm wegsaugen irgendwie? Irgendwie? Ja, kann ich. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht, das war bloß die Decke. Oh mein Gott, bin ich dumm. So, aber jetzt. Ey, das darf nicht wahr sein. Was mache ich denn damit? Damit kann ich nichts machen. Okay. Irgendwie muss ich das jetzt aber anders angehen. Nee, ich krieg das nicht weg von ihm. Ich krieg diese fucking Schaufel nicht weg. Ja, genau, und da verletzt er mich auch noch. Also so klappt's nicht. Aber so... Hä? Also mittlerweile blicke ich jetzt gar nichts mehr. So. Ja, als ob ich da jetzt nicht durchkomme. So. Aber jetzt. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Komm her. Ja, als ob. Genau. Genau, wieder zwei neue. Okay. Okay. So, wenigstens einen von beiden. Aber dass die sich immer mit irgendwas schützen müssen. Entweder haben sie Pfannen oder Töpfe oder sonst irgendwas und jetzt haben sie halt eine Schaufel. So, bam. Jetzt aber. Ach Gott, das ist so schwierig. Man muss sich mit jedem Geist irgendwie anders so... Ja, man muss sich sofort umstellen, wenn man einen gefunden hat. Okay, aber hier muss es doch irgendwo eine Tür geben, oder? Sehe ich das richtig? Ja, hier. Das heißt, so komme ich wenigstens auf die andere Seite. Aber bisher habe ich noch gar keinen Edelstein gefunden. Und das verdutzt mich irgendwie ein bisschen. Also, wenn ich ehrlich bin. Aber hier können wir was drehen. Ah, da können wir was drehen. Somit. Yes. Auf jeden Fall mal ein paar Herzen. Das ist doch großartig. Ich freue mich jedes Mal über Herzen. Auch wenn es nicht den Anschein macht, aber ich freue mich. Okay, Blatt können wir auch noch einsaugen. Perfekt. Und da ist nur eine goldene Fledermaus. Was? Was? Ja, als ob. Ja, als ob da jetzt so viele kommen. Als ob. Genau. Ja, willst du mich verarschen? Also ich werde hier permanent verletzt von irgendwas und ich weiß nicht mal was. Also ich weiß schon von was, aber wieso das Ganze? Wieso das Ganze? So. Was ist denn das bitte? Was ist denn das bitte? Fleischfressende Pflanzen? Okay, wie besiege ich die? So klappt es nicht. Und so klappt es auch nicht. Also irgendwie muss es einen anderen Weg geben. Aber wie? So, komm noch mal her. Nein! Er hat mich drin. Was? Oh Gott, wie besiege ich denn die? Also so klappt's nicht. Aber vielleicht muss ich... Und bam! Ach, jetzt, so klappt es. Ah, deswegen sind also diese Dinger da. Gut zu wissen. So, bam! Und friss das, du ekelhaftes Drecksviech. Oh mein Gott, die Pflanzen machen mir wirklich Panik. So, aber wir hätten es geschafft. Der Raum wäre so gesehen geisterfrei. Und da ist ein Schlüssel. Gut, den können wir auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen. Weil ansonsten, glaube ich, unser anderer Weg blockiert wäre. Aber ich weiß jetzt echt nicht... Ich habe komplett die Orientierung verloren, muss ich zugeben. Weil ich absolut nicht weiß. Aber auf jeden Fall können wir hier mal Wasser laufen lassen. Oder halt, was vom Wasser noch übrig ist. Die ganzen Rohre sind ja eh alle verstopft. Ah, das ist jetzt echt schwer. Aber ich würde sagen, wir stürzen uns dann einfach in den nächsten Raum, weil hier scheint es nichts mehr zu geben. Somit können wir hier wieder rausgehen.
Und wo führt uns das hin? In einen nächsten Raum. Tür. Was? Ach, come on. Ist es dein Ernst? Jetzt darf ich das alles wieder nach oben laufen. Ach komm, echt. Ich hab so die Schnauze voll. Na dann, nochmal einen kleinen Weg nach oben und da ist schon wieder ein Geist. Da ist schon wieder ein Geist. Oder?